Mahlzeit und ein freundliches Tag aus Münster. Ihr seht mich hier am frühen Freitagabend oder späten Nachmittag. Eine sehr schöne Pfeife rauchen. An der Stelle liebe Grüße an dich, Ben, und natürlich hauptsächlich auch in Anführungsstrichen hauptsächlich an deine Frau, weil es ist ja die Pfeife ihres verstorbenen Vaters. Die wunderbar von Christian Oehme aufgearbeitete Ascot. Wie wir ja im Sommer gelernt haben, Zweitmarke Dunhill. Ich rauche sie regelmäßig. Schmeckt wunderbar. Warum schmeckt sie wunderbar? Ich habe sie auch mit einem leckeren Tabak gefüllt. Das ist der Cornell & Deal Briarworks Country Lawyer. Das ist der Landrichter oder irgendwie so in der Richtung, vermute ich mal, ne? Keine Ahnung. Oder Anwalt? Ist ein Lawyer ein Richter oder ein Anwalt? Kann auch ein Anwalt sein. Keine Ahnung. Aber gut, das ist ja sowieso, glaube ich, in vielen Ländern sehr anders. Ich kann mich dunkel daran erinnern, bei Dickens war es ja so, Jarndyce gegen Jarndyce, da lernte man ja, dass es in England, glaube ich, so ist, dass es zwei verschiedene Sorten von Anwälten gibt. Einmal Anwälte, die dich in Rechtsangelegenheiten beraten, und Anwälte, die dich vor Gericht vertreten. Scheinbar differenzieren die da. Aber gut, darum geht es heute nicht. Tabak ist übrigens sehr lecker, Ben. Ich hatte da ja noch kein Feedback gegeben. Finde übrigens wunderbar. Diese Glassorte, das ist ein Kernglas, heißt das, glaube ich. Oder Care. Care heißt der Anbieter. K-E-R-R aus Amerika. Finde ich toll, wenn ein Hersteller von Pfeifentabak oder Tabak seinem Kunden sozusagen gleich den Aufbewahrungsort mitliefert, der halt besser funktioniert als die üblichen Dosen. Finde ich eine tolle Sache. Stellen wir mal schön ein. Ja, also, wie gesagt, den rauche ich da ganz gerne drin. Ich rauche ja ab und zu auch gerne eine Zigarre, wie ihr im letzten Video erfahren habt. Und der ist ja auch mit Zigarrentabak. Und man muss ganz ehrlich sagen, ich könnte nicht immer rauchen, das ist kein All-Day-Smoke. Aber ab und zu ist das wirklich eine sehr, sehr leckere Alternative. Tut mir leid, dass das jetzt ein Ami-Tabak ist und dass ihr den nicht hier im Laden kaufen könnt. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe seit bestimmt ein oder anderthalb Jahren nichts mehr in Amerika bestellt an Tabaken. Bin überfragt, ob da die Quelle total versiegt ist. Wobei, wenn ich mich an das letzte Video von Matthias erinnere, der hatte ja, glaube ich, gesagt, dass er gerade wieder was bekommen habe. Oder was, jemand anders? Egal. Darum geht es heute auch nicht. Sondern es geht um meine Vergangenheit. Meine Vergangenheit in der Form, ab und zu habt ihr es ja schon mal mitbekommen, neben dem Pfeife und Zigarren rauchen und sammeln, habe ich also die Fotografie als Hobby. Das kommt ja auch regelmäßig in meinen Videos vor. Whisky ist sicherlich auch ist ein Bestandteil meines Lebens. Ich trinke sehr, sehr gerne am Wochenende abends mal einen Whisky. Aber ich bin jetzt kein Sammler oder so in der Richtung. Oder so. Ich fahre gerne nach Schottland zum Wandern, auch das wisst ihr. Der gläserne Rainer. Aber habe da auch schon seit langen Jahren keine Destillerie mehr besucht. Das habe ich eigentlich so seit 2001 abgefrühstückt. Da habe ich insgesamt über 50 Destillerien besucht in den 10 Jahren, die darauf folgten, 10, 12 Jahren. Da bin ich eigentlich so weit durch. Könnte man wieder von vorne anfangen. Nein, aber ein anderer großer Teil meiner Vergangenheit, das ist die Leidenschaft für Audio, also sprich für Musikwiedergabe daheim. Früher sagte man auch Hi-Fi-Anlagen. Hat sich in der Form geäußert, dass ich Anfang der 90er Jahre selbstständig war und hatte ein kleines Hi-Fi-Studio in Rheine. Der Laden hieß Audiosystem. Und habe es da sehr erfolgreich geschafft, innerhalb von 2 Jahren eine Menge Geld zu verbraten, sodass dann die Vernunft mir sagte, vielleicht suchst du dir beruflich ein anderes Standbein, weil das war nicht die beste Zeit dafür. Oder vielleicht habe ich auch einfach zu viele Fehler gemacht und dementsprechend war das Ganze nicht erfolgreich. Nichtsdestotrotz, ich hatte davor lange Jahre das Thema HiFi als Hobby und auch danach
Eigentlich weniger, weil natürlich bedingt durch diese negative Erfahrung hatte ich erstmal im wahrsten Sinne des Wortes die Nase voll, wie man so schön sagt, von HiFi und habe mich da relativ wenig drum gekümmert, aber irgendwo natürlich trotzdem gerne Musik gehört und gerade im Laufe der letzten 5 Jahre, nee, da war noch ein Umweg drin, genau richtig. Dann habe ich vor 10 Jahren längere Zeit für, nachdem ich wieder eine Anlage aufgebaut hatte, hatte ich längere Zeit für ein HiFi-Magazin aus Deutschland geschrieben. Sprich, Testberichte verfasst und das habe ich auch vor 5, 6 Jahre gemacht, aber da wurde dann auch die Zeit knapp und ein paar andere Geschichten, die dazwischen kamen, habe das dann sein lassen und mittlerweile das Thema also auf ein ja, normales Level zurückgefahren. Also die Anlage, die ich jetzt heutzutage hier zu Hause habe, mit der ich sehr, sehr zufrieden Musik höre, ist also noch ganz im unteren vierstelligen Bereich, also nichts absolut Überteuertes. Meine alte Leidenschaft für Röhrenverstärker wird weiter gepflegt. Habe dazu ein Modell eines chinesischen Herstellers. Die Chinesen bauen da, wenn man, ich sag mal, in einem etwas höherwertigeren Bereich schaut, wirklich sehr, sehr interessante Produkte. Und jetzt kommt dieser Karton ins Spiel, weil mein Röhrenverstärker, den ich benutze, hat sogenannte EL34-Röhren. Das ist also eine technische Röhre. Ich kann sie euch sogar zeigen. Das Ganze sieht so aus. Das ist also die sogenannte Treiberröhre. Das heißt also, dem Vollverstärker, den ich einsetze, ist diese Röhre dafür zuständig. Also sprich, das Signal, was relativ leise ist, mal übertragen im Sinne gesagt, aufzupeppen, sodass also auch ein Lautsprecher mit größeren Chassis betrieben werden kann. Und das ist dann also, wie gesagt, so eine EL34. Ich hatte bisher 4 Stück, braucht man davon in einer klassischen Schaltung bei einem Verstärker. Und ich hatte bisher ein Quartett, ein gematchtes Quartett. Man pflegt also diese Röhren dann dementsprechend zu matchen. Sprich also, dass sie also von den technischen Daten her, ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, relativ gleichartig arbeiten. Und davon ist mir eine die Tage hochgegangen. Sprich also, sowas hält nicht ewig, sondern sowas kann je nach Glück oder Pech mal nach wenigen Jahren schon mal einen Geist aufgeben. Jetzt stand ich da also, eine war kaputt, habe ein Quartett, habe zwar den Hersteller oder den Vertrieb angeschrieben, ob sie mir eine 4. neu dazu matchen können zu dem Quartett, was ich vor 2, 3 Jahren gekauft hatte, aber war leider keine Antwort erhalten. Hab dann in einem Forum einen Anbieter gefunden, der mir etwas Besonderes angeboten hat. Und zwar gibt es im Bereich, wir bewegen uns natürlich HiFi auch immer ein bisschen im esoterischen Bereich, das gebe ich offen zu, gibt es im Bereich der Röhrenverstärker den Spleen, so nenne ich es mal freundlich, sehr alte Röhren einzusetzen. Hat einfach den Hintergrund, dass man sagt, okay, in den 50er, 60er Jahren war also das Herstellen von Röhren Tagesgeschäft und man hat auch in sehr hoher Qualität gefertigt. Und jetzt aktuell gibt es nur noch sehr wenige Firmen, die das machen, die dann teilweise nicht mehr in der Qualität liefern wie vielleicht früher. Und deswegen ist der Run auf sogenannte New Old Stock Ware oder auf gut erhaltene Gebrauchtröhren. Und jetzt kommt das Paket ins Spiel. Sprich, die rollt gerade vom Tisch, aber sie ist schon kaputt. Jetzt kommt das Paket ins Spiel. Ich habe durch einen Bekannten aus einem Forum, genau, hallo Horst an der Stelle, wenn du das hören solltest, habe ich mich geeinigt. Und zwar habe ich ein Quartett von ihm gematchter alter Telefunkenröhren. Nee, falsch, nicht Telefunken. Das war der erste Plan. Er hat auch alte Telefunkenware. Nein, hier geht es um Mullard, den Hersteller aus Großbritannien, aus England, um genau zu sein. Und der Hersteller, ja, perfekt verpackt, wie man das bei so einer empfindlichen Glasware sich wünscht. Ja, ein zweites Paket. Oh, warum auch immer. Ja, und bei Mullard ist das Interessante, bei Mullard-Röhren kann man, wie bei vielen Röhrenherstellern, die Röhren auch datieren. Sprich also, die ganze Geschichte ist mit sogenannten geätzten Codes versehen. Und anhand dieser Codes kann man dann dementsprechend nachvollziehen, wann die Röhre gefertigt wurde. Der liebe Horst hat mir also die Röhren gematcht. Sprich, ich habe ein Quartett von ihm bekommen. So hoffe ich doch zumindest, dass hier was drin ist. Und dieses Quartett stammt, und das war auch einer der
witzigen Punkte dabei, stammt aus Mitte der 60er Jahre. Und das ist natürlich mein Geburtsjahr oder das schließt auch mein Geburtsjahr ein. Sprich also das Jahr 1965. Und irgendwie fand ich es total witzig. Ja, ich merke schon, der Rost ist ein ganz genauer. Fand ich es total witzig, dann eventuell Röhren einzusetzen, die genauso alt sind wie der Olle Rainer. Wenn ich sie denn jemals ausgepackt bekomme. So. Hatte eigentlich vor, mir Handschuhe anzuziehen, aber das habe ich nicht geschafft. Wunderbar. Da ist das gute Stück. Sagt euch jetzt natürlich nichts. Letztendlich von der, da kann man sehen, dass er sie gemessen hat und dann damit dem Code versehen oder mit den Messwerten versehen. Sagt euch natürlich jetzt soweit nichts. Ich werde hingehen, werde die ganze Geschichte weiter sorgfältig auspacken und euch dann vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, ihr seht also anhand der Bilder, ich habe die Röhren gereinigt, sprich ich habe mit einem Glasradierer die Korrosion entfernt, die an den Röhrenstiften gerne mal nach so vielen langen Jahren sich ansammelt. Das Ganze schön geputzt und mit einem kleinen Kontaktöl auch noch versehen, habe sie dann ins Gerät hineingepackt. Und jetzt kommen wir natürlich zur Kardinalfrage, was bringt's denn, beziehungsweise wie klingt's denn? Und ich darf tatsächlich sagen, deutlich anders. Sehr erstaunlich. Ich habe die Röhren auch angepasst, dem Verstärker. Das heißt, die sind also auch speziell eingestellt worden. Sie sind nicht lauter oder leiser als die anderen Röhren, die ich vorher betrieben habe. Und klar, bei so Klangunterschieden, bei HiFi-Spinnern, sage ich mal freundlich, ist es ja natürlich immer, da ist man schnell bei der Hand und sagt, ja, ne, selbsterfüllende Prophezeiung, jetzt hat er Geld ausgegeben, sich Mühe gemacht und dann erwartet er natürlich selber auch, dass das Ganze jetzt besser funktioniert oder vielleicht sogar im besten Falle besser klingt. Ich habe mir angewöhnt, im Laufe der Jahrzehnte eigentlich klare Kriterien zu Buche zu legen, wo ich einfach sagen kann, okay, sprich, es sind Musikstücke, die ich in- und auswendig kenne und wenn da was anders ist, dann versuche ich zu analysieren, was ist anders, wie anders ist es. Und dann kann ich auch sagen, gefällt es mir besser oder nicht. Es ist gar nicht unbedingt die Frage, ob es jetzt absolut betrachtet besser ist, weil es geht hier um meinen Geschmack und ihr kennt das ja aus vielen anderen Bereichen und da ist die Musik natürlich nicht anders. Wenn da die persönliche Vorliebe besonders gestreichelt wird, dann ist man natürlich weit vorne mit dabei. Ganz einfaches Beispiel. Ich kenne sehr gut eine Klavieraufnahme von dem Glenn Gould, ein kanadischer Pianist, der die Goldberg-Variation in den 80ern nochmal aufgenommen hat. Und die Aufnahme gefällt mir sehr, sehr gut. Und da ist es so, dass der gute Mann hatte einen Tick. Und zwar, er hat mitgesungen während seines Klavierspiels. Und mit dem alten Röhrensatz, trotz meiner wirklich sehr hochauflösenden Anlage, konnte ich dem nur teilweise folgen. Und das war also so, dass man gedacht hat, ja, ab und zu hört man es klarer, dann hört man es weniger. Und obwohl der Pegel, sprich die Lautstärke, identisch ist, kann ich sogar selbst bei leiserem Pegel das jetzt besser hören. Jetzt wird der ein oder andere sagen, naja, ist das jetzt entscheidend, dass man das noch mithört? Für mich ist es entscheidend, weil es ganz einfach dazugehört und weil es auch seine Eigenart war. Und das Ganze ist dann dementsprechend für mich ein positiver Bestandteil. Und so zieht es sich eigentlich durch viele Musikstücke, egal ob jetzt welches Genre, ich sag mal jetzt Eric Clapton, die Unplugged höre ich sehr, sehr gerne. Das ist auch so eine Geschichte, die wirklich sehr, sehr klangstark aufgenommen ist. Ich liebe Live-Aufnahmen und da hört man sehr, sehr viele Dinge einfach klarer, deutlicher, räumlich stabiler aufgestellt in der Klangwiedergabe als vorher. Also von daher, für mich hat es sich gelohnt. Ja, das soll es gewesen sein. Der kleine Ausflug sozusagen Richtung HiFi. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch beziehungsweise setzt einen Kommentar drunter, wenn ihr sowas öfter mal hören oder sehen wollt. Ansonsten versprochen, beim nächsten Mal geht es wieder hauptsächlich um Pfeif und Tabak. Bis dann, ciao.